Moin Leute, willkommen zurück zu Mekabellum. Ja, was nehme ich? Das bringt gerade nichts mit der Konstellation. Elite mit Mustang und Crawler. Ist jetzt nichts Beste, ist aber auch nichts Schlechteste. Er hat Fangs und Werfer. Heißt, ich werde die so positionieren. Und jetzt ist die Frage, hol ich mir schon mal was als Ersatz? Er hat einen Fängst gegen Anti-Air und Sturmrufer gegen, also für AOE-Schaden für kleine Einheiten. Könnte auf Arclight gehen. Problem ist, der ist halt auch nicht ganz so geil. Deshalb werde ich auf Rhino gehen. Kann ich mir jetzt diese Runde aber noch nicht leisten. Werde aber schon mal die Sachen beide upgraden. Weil die will ich auf lange Sicht haben. Okay, der mit einem Missile in der ersten Runde startet, ist, nennen wir es mal, interessant. Er hat ein Arclight genommen. Das ist tendenziell jetzt aber noch nicht so das Problem. Also ja, erste Runde schon. Danach mal gucken. Okay, die Mustangs, die werden jetzt krepieren. Gut. Das Ding ist, was er noch nicht weiß, ist, dass ich Rhino geholt habe. Und den Rhino, den werde ich nämlich jetzt hier schön in die Flanke positionieren und werde dem das Ding geben. Wobei ich muss den so positionieren, dass die nicht auf dem Aggro werden. Jedenfalls nicht am Anfang. Danach ist egal. Problem halt bei Level 2, in den ersten Runden verkackst du sehr häufig, weil du vergleichsweise zu wenig Ressourcen für die Einheiten hast. Muss aber nicht zwingend ein Problem sein. Ich muss mir jetzt nur mal überlegen, was ich mit den 100, die ich jetzt noch habe, anfange. Hat er da? Er hat Anti-Air da drauf. Ich glaube, ich werde auf Sniper dann noch gehen. Und werde jetzt einmal da noch was positionieren. Okay, er hat das Brandupdate genommen. Kann man machen. Ist auf jeden Fall nicht so bad. Aber halt auch nicht so richtig, richtig gut. So, und der Rhino durch den Eile-Modul kommen die Raketen wahrscheinlich. Also werden den nicht treffen, weil der einfach dadurch flitzt. Das heißt, die sind gar kein Problem und Arclight dürfte auch gar kein Problem sein. Das heißt, die Runde dürfte ich gewonnen haben. Jo. Sehr gut. Heißt, ich werde jetzt noch einen Rhino nehmen. Zusätzlich zu einem Sniper.
werde den da positionieren und werde den nächsten Rhino auch hier positionieren und gebe dem den Verstärker. Gerade nochmal gucken, haut das hin? Das sieht fast gut aus. Machen wir einmal so und dann machen wir hier eine neue hin. Und dann gucken wir mal, was er macht. Er macht eine Missile da rein, was nicht wirklich viel ausmacht. Okay, er hat jetzt Phoenix gekauft. An der einen Seite. Okay, links rackt er mich gerade komplett wegen dem Phoenix. Okay, seine Phoenix sind alle durch die Missile down. Das ist natürlich unlucky für ihn, I guess. Jetzt kommt es drauf an, ob der Rhino es schafft, das Ding zu zerstören, bevor er selbst drauf geht. Und die Arclight den Tour machen. Und das sieht so aus, also der Rhino carried gerade auch wieder hart. So, jetzt ist halt die Frage, hält er den Damage aus? Auf Level 2 hält er schon eine Menge aus und die ballern gerade alles zusammen auf den Rhino und das ist halt not even close, ne? Also der hat gerade vielleicht 5% Leben verloren gegen die. Also gar kein Problem. Okay, ich muss mir jetzt auf jeden Fall was gegen die Phoenix überlegen. Was aber tendenziell nicht so das große Problem ist. Ich will ihn auf jeden Fall ein bisschen nerven. Und heißt, ich werde nochmal zwei Mustangs nehmen. Werde die an den Seiten positionieren. Werd eine neue Missile dahin machen, werd einmal upgraden. Die Frage ist, nee, pass auf, ich mach das so, ich mach die dahin. Warum? Ganz einfach, wenn er was in der Flanke macht oder halt auch die Crawler nimmt. Solange er diese jetzt nicht in die Mitte positioniert, sollte das safe sein. Okay, er hat noch mehr Phoenix gekauft. Aber durch meine Mustangs mache ich gerade seine Phoenix komplett Schrott. Boah, der Brandschaden, der macht ganz schön viel Damage, Alter. So, jetzt heißt ein paar Sturmrufer und ein Arclight gegen Mustangs und Sniper. Die Mustangs sind ziemlich Opfer, muss man sagen. Und jetzt kommt es drauf an. Okay. Lucky you. Close call auf jeden Fall. Hier ist jetzt die Frage. Da nehmen wir dich das in den Rücken positionieren. Hier werde ich jetzt hier noch mehr auf Anti-Air gehen. Die bekommen das Upgrade. Und jetzt ist die Frage. Entweder ich hole mir zwei Crawler. Das ich auch gleich tun werde. Und werde die da jetzt als quasi Opfer reinbringen. Damit die den Rhino nicht direkt am Anfang fokussen. Jetzt bin ich mir noch am überlegen. Nehme ich ein Crawler-Update? Mechanische Wut oder replizieren?
Reflektieren bringt, glaube ich, nicht so viel. Mechanische Wut könnte mehr bringen. Weil die echt fix dann sind, ne? Nehme ich das auf jeden Fall. Und ihn grade ich nochmal ab. So, genau, die Phoenix machen dann nämlich genau das, was sie sollen. Die greifen jetzt erstmal hier die Crawler an. Dadurch überleben meine Rhinos halt ein bisschen länger. Zusätzlich zu dem Death-Upgrade. Und meine Mustangs haben das Upgrade mit Anti-Air, erhöhte Range und erhöhten Attack. Und die machen die halt komplett nass gerade. So, jetzt haben wir ein Level 3 Rhino gegen Arclight mit quasi keinem Leben und Sturmrufe. Das ist nicht mal ansatzweise dramatisch. Trotzdem, wir schenken uns gerade gegenseitig halt so gar nichts, ne? Also. Das heißt, ich werde noch einen Rhino nehmen. Das ist jetzt ein bisschen schade. Dann werde ich noch einen Rhino nehmen. Ich wollte gerade Richtung Upgrade eigentlich vor mechanischer Wut gehen. Oder gehe ich... Einmal, wenn ich 50 investiere, dann kann ich mir zwei Sniper noch holen. Und ich glaube, das macht gerade sogar noch mehr Sinn. Er holt einen Melting Point. Okay. Das ist interessant. Melting Point ist natürlich schon ziemlich stark gegen die Rhinos. Das muss ich ihm erlassen. Hat er ein Upgrade drauf? Noch nicht, aber er könnte 5 Strahlen machen. Achso, und zusätzlich hat er noch ein Shield. Okay. Der Melting Point, der hat mich jetzt gerade schon ziemlich genatzt. Riesige Einheiten, will ich riesige Einheiten. Was wäre denn stark gegen Melting Point? Keine riesigen Einheiten. haben meine Crawler das Säure-Ding? Ja, haben sie. Ich muss im Endeffekt gerade gucken, dass möglichst viele meiner Crawler Richtung da gehen. Okay, da wird es halt natürlich ein bisschen hart. Und dann upgrade ich, glaube ich, hier erstmal. Setze ich noch eine Missile ziemlich weit frontal rein. Ja. Jetzt ist nämlich genau das passiert, was ich hatte mit dem Säure-Bild.
wenn die Crawler es schaffen, halt bis in die Richtung zu kommen von dem Melting Point, dann macht er sich sozusagen einfach einen Jux draus. Und da kommt so viel an Damage, was da raustickt. Boah, ernsthaft. Der hat trotzdem knapp gewonnen. Oh ja. Das ist jetzt sehr gut. Ich werde auf jeden Fall einen Rhino nehmen. Kann ich die Crawler noch weiter? Ja, kann ich. Reichweitenerhöhung wäre halt schon praktisch für die Mustangs. Hole ich noch einen Rhino? Oder ich hole mir nochmal zwei Crawler. Ich will die da, ich will den da ziemlich überrennen, wenn es geht. Okay, er nimmt eine Death-Fähigkeit, also die Crawler, das Crawler-Ding als Death-Fähigkeit, was auch interessant ist. Okay, jetzt joink ich den gerade komplett aus dem Leben. Oh, das war richtig viel Damage, Alter. Die Frage ist, was nehme ich denn jetzt? Eigentlich nix. Bin ich ehrlich, also das passt gerade nix zu. Ich gehe auf jeden Fall auf mehr Einheiten und bin jetzt am überlegen, was könnte denn er jetzt gegen machen? Eigentlich nicht so wirklich was. Das heißt, ich werde nochmal drei Rhinos holen, werde denen noch ein Upgrade geben und jiete die da einmal komplett so rein. Also Anti-Air, glaube ich, brauche ich nicht unbedingt. Weil, naja, die Mustangs, die machen eigentlich gerade alles weg. Da habe ich jetzt nicht so Sorge. Ich werde da noch direkt so ein Ding hinhauen. Und dann schauen wir mal. Der hat den Melting Point umpositioniert. Okay, auch interessant. Kann man machen. Wie viel es bringt, mal schauen. Ach nee, er hat einen zweiten Melting Point. Okay. Gerade jiete ich aber trotzdem alles weg. Ja, gar keine Chance. War genau das Richtige und das könnte es sogar gewesen sein. Jo, das war's. GG. Jo, also das mit dem Melting Point, das war eine interessante Idee. Gegen die Rhinos. Aber gerade mit Geschwindigkeit, da macht er einfach zu wenig Schaden. Gute Runde. Schönen Tag euch noch. Bis denne.